Hallo zusammen, herzlich willkommen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Umfrage gestartet und da möchte ich euch gerne die Ergebnisse mitteilen. Denn das ist ja vielleicht für euch auch ganz spannend, was ich mir so für Gedanken gemacht habe, was dann am Ende bei rumkam. Und wie, also was ich daraus lerne für meinen YouTube-Kanal und für den Twitch-Kanal. Erstmal die wichtigste Frage: Wer guckt mich? Es sind deutlich mehr Männer als Frauen. 2 von 63 Antwortenden sind weiblich. Hallo, ihr beiden. Alterstechnisch bin ich so, ich habe jetzt keinen Durchschnitt errechnet, aber ihr seht, da sind ein paar 26, 21, 29, 35 und so. Die jüngste Person ist 13 und die älteste 42. Aber ich denke mal, dass ich im Schnitt so irgendwo zwischen 25 und 30 bin, was super ist. Ich will ja auch nicht die jungen Leute, die diese schreienden YouTuber wollen, das bin ich ja nicht. Also ich tick vielleicht mal aus, wenn ich bei Adi bin oder so, aber ansonsten. ConnyTV schaue ich eher auf YouTube, Twitch oder beides gleichermaßen. Da war es so, am Anfang ging Twitch ziemlich stark vor. Dann habe ich aber das Ankündigungsvideo für diese Umfrage bei YouTube gepostet und dann ist es eben so, dass die Hälfte aller Stimmen sagen, ich schaue ConnyTV eher auf YouTube. Ein Drittel sagen, beides ungefähr ausgeglichen und ein Fünftel der Menschen sagen, eher auf Twitch als auf YouTube. Wovon würdest du gerne mehr haben? Da bin ich erstmal sehr zufrieden, dass 40% sagen, passt so wie bisher. Aber es gibt auch einen genauso großen Anteil etwa, der sich mehr YouTube-Videos wünschen würde. Ja, lass ich mal erstmal so stehen. Öfter Livestreams, 15% der Leute. Das heißt also mit meinem Turnus, wie ich es im Moment mache, also abends jeden Dienstag fest 18:30 streamen und dazu spontan, scheint zumindest bei dieser Umfrage, die keine Ahnung, wie repräsentativ ist, aber scheint kein Thema zu sein. Wenn ich jetzt sagen würde, ich kann nur noch eins machen, weil ich sonst keine Zeit habe, dann ist deutlich YouTube vorne. Also knapp 3/4 aller Stimmen sagen, ja, wenn ich nur eins davon haben kann, dann bitte YouTube. Wobei natürlich 1/3 hier fast auch nicht zu vernachlässigen ist. Welche Plattformen sind die, über die ihr euch schlau macht über mich und über meine Kanalaktivitäten? Da ist YouTube per Abo-Feed ganz weit vorne. 70% aller Leute informieren sich über die Timeline, wo sie mich abonniert haben. Das heißt, es ist super wichtig für mich, neue Leute über den Sub-Button bei YouTube zu bekommen, also die auf Abonnieren klicken, weil dadurch informieren sich tatsächlich sehr viele Menschen regelmäßig. Dann haben wir auf dem zweiten Platz Twitter, was ich sehr gut finde, weil Facebook hat mit 10 Stimmen einen deutlich geringeren Stellenwert und nervt mich auch, weil ich genau mitbekomme, dass ich kaum jemanden mehr erreiche über organische Reichweite. Und Geld in die Hand nehmen, ne. Auch schön, Discord ist auch ganz gut dabei. Jeder Fünfte sagt auch über Discord, mache ich mich schlau. Auch da würde ich alle, die es noch nicht sind, die noch nicht dort dabei sind, dazu bewegen und animieren, vorbeizukommen. Wir sind da permanent online und es gibt auch eine Möglichkeit, dann Audio-Chat und so weiter zu nutzen. Wie oft siehst du meine Livestreams in der Woche? 0000 11110 bis 1, so oft wie möglich. Live eigentlich nie unterschiedlich. Das hier ist auch eine geile Antwort, so komplett bedingungslos. Wenn ich Zeit habe, wenn du streamst, mich das Game anspricht und Games, die ich nicht kenne. Das sind gleich 4 Wünsche auf einmal. Das bekomme ich selten hin, glaube ich. Wenn möglich immer, live eigentlich nie, haben wir schon gesagt, dienstags auf jeden Fall, ansonsten wie es passt. Ich bin ja jeden Dienstag 6:30 regelmäßig live bei Twitch und alles andere ist sozusagen on top. Fast jedes Mal, immer wenn es die Zeit erlaubt, wann immer ich kann, bei passenderen Games aber gerne öfter. Aber ich finde 2 bis 3 Mal die Woche schon super. Aufgrund von Arbeit nicht so oft, habe ich auch Verständnis für, schaue die Streams eher selten, 1 Mal pro Monat. Auch eine Ansage. Gar nicht, weil ich nicht, das ist also, weil ich nie mitbekomme, wann Streams sind. Ich gehe mal kurz auf meinen YouTube-Kanal. Ganz oben Livestreams jeden Dienstag ab 18.30 Uhr. Selten, da Arbeit. Nie 1 bis 2 Mal. Also, ich denke mal so, dass 1 bis 2 Mal der Durchschnitt ist oder 1 Mal. 1 Mal pro Woche ist der Durchschnitt, was okay ist. Wie oft siehst du meine Videos bei YouTube in der Woche? Das geht deutlich nach oben und ja, alle Videos meist 1 bis 2 Tage nach Upload. Fast immer, wenn was Neues erscheint. Leider sind gerade die Roguelikes nicht mein Fall. Ja, die sind schon ein bisschen öfter vertreten, aber auch nicht so viel, wenn mich nicht alles täuscht. Meistens sofort nach Upload, je nachdem, welche Videos mich interessieren. Wann immer eins kommt, Dwarf Fortress, Hust.
Ja, Dwarf Fortress habe ich schon länger nicht mehr gespielt. Das stimmt, das ärgert mich auch. Aber es ist, wie schon gesagt, oft immer so eine Frage der Zeit. Ich habe ja dann Faria gestartet und ja, ihr wisst ja, wie das ist. Alles ein bisschen zeitlich begrenzt. Da. Jedes Mal, wenn ein neues erscheint, jedes Video, das mich interessiert. Bei meinen abonnierten Channel sehe ich täglich nach neuen Videos. Also auch da wieder die Wichtigkeit, dass die Leute auch wirklich auf ein Abo klicken, wenn sie ein Video gut finden. Dann geht's weiter. Welche Wochentage sind denn die coolsten zum Stream gucken? Da bin ich froh, dass der Dienstag der zweitbeste Tag ist nach dem Samstag. Wobei ich sagen muss, dass Freitag, Samstag, Sonntag eh für mich regelmäßig wegfällt, weil ich ja einen Job habe, der ist, ja, nötig macht, am Wochenende zu arbeiten. Nicht jedes Wochenende, aber immer wieder. Und das sorgt dann dafür, dass ich eben diese Tage nicht einhalten kann. Aber wenn, dann wäre knapp die Hälfte für den Samstag. Was ich interessant finde, weil wenn ich Samstag streame, es kommt ja ab und zu vor, dann habe ich ziemlich wenige Zuschauer. Keine Ahnung, woran das liegt. Und 40% sagen eben Dienstag. Uhrzeittechnisch liegen wir auch super. Ich finde es cool, dass fünf Leute hier gesagt haben, oder vier Leute, genau, vier Leute gesagt haben, morgens zwischen 8 und 10. Ich hätte echt Bock auf eine Morgensendung bei Twitch. Fände ich nicht so schlecht. Und ansonsten seht ihr es ja, es geht in den Abend hinein deutlich. Drei Viertel aller Leute sagen, zwischen 18 und 20 Uhr ist meine Favorite-Zeit. Und danach sind immer noch knapp 60% mit am Start. Perfekt eigentlich. Weil wir es ja genauso machen. Was gefällt dir mehr und was weniger in Bezug auf meine Streams bei Twitch? Ich habe Spaß daran, höheres Gameplay zu lernen, sofern ich das Spiel kenne, lerne aber auch gerne neue Games kennen. Da du ja auch gerne Nischen-Games zockst, kommt es hin und wieder vor, dass ich das Spiel gar nicht kenne. Ich finde es manchmal schade, dass die meisten vorgestellten Games Pixel-Games sind. Da diese mich nicht immer ansprechen, manchmal schon, aber nicht immer, geht dabei eher um das Verhältnis. Ja, es ist schon pixelig gewesen in letzter Zeit. Ich habe mich daraufhin auch nochmal hier ein bisschen umgeguckt. Das stimmt schon. Das ist tatsächlich so. Ist aber nicht bewusst klar, mich sprechen Pixel-Geschichten an, aber ja, das sind halt auch diese Genres, die mich halt dann irgendwie kicken und die werden halt oft nicht in der super hohen Auflösung dann hergestellt und produziert. Diablo ist nicht so meins, Faria und Dwarf Fortress gucke ich echt gerne. Zu der Bewertung der Spiele kommen wir gleich noch. Das war ja Essen. Was gefällt dir mehr und was weniger in Bezug auf meine Streams bei Twitch? Unterschreibt jemand von euch Essen? Also, ist es jetzt gut oder schlecht, dass ich davor ab und zu noch esse? Teilweise finde ich die Streams zu kurz und etwas zu hochgestochen. Zum Beispiel könnte man nur Leute begrüßen, die im Chat aktiv werden. Hochgestochen. Weil ich manchmal die Liste wahrscheinlich dann vorlese von den Twitch-Usern, wobei ich das nicht mache, wenn 60 Leute drin sind, sondern nur, wenn es halt im Start ist. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Sehr eingefahrene Games-Nische. Hätte gerne noch mal Retro oder andere ruhige Games. Da kann ich sagen, das werde ich ja, in Zukunft wahrscheinlich auch ein bisschen machen. Weil die Votings, kommen wir gleich dazu, eine deutliche Sprache sprechen. Gefällt die Stimme? Vielen herzlichen Dank. Mehr EVE Online, auch dazu werde ich gleich was sagen. Zu viel Blödsinn. Und das, also Entschuldigung. Also wenn es was bei mir im Kanal gibt, wenn es was bei mir im Kanal gibt, dann ja wohl bitte kein Blödsinn. Bisher gefällt mir der Inhalt sehr gut. Dankeschön. Sehr gut gefällt mir deine Art, mit der Community umzugehen. Sehr angenehm finde ich auch deine Stimme. Teilweise relativ kurze Streamzeiten finde ich sehr schade. Ja, nicht dienstags, ne? Also bei dem regelmäßigen Stream dienstags um 6:30 sind wir immer bis Minimum 22 Uhr drauf. Das finde ich eigentlich okay. Ansonsten die spontanen Geschichten. Das kommt tatsächlich vor, dass ich mal eine Stunde Zeit habe oder so und dann, ja, oder nur eine halbe. Aber ich denke mir, warum nicht? Ja, aber wahrscheinlich ist es so, man bekommt eine E-Mail von Twitch und dann klickt man rein und sieht, der Stream ist schon wieder offline. Hör, was soll der Scheiß? Verstehe ich. Ich verpasse sie immer, aber finde sehr cool, wie du auf die Zuschauer eingehst, sie aber nicht in den Mittelpunkt stellst. Ich schaue ungern Twitch-Streams. Ich finde, die Streams sind in Ordnung, um Gottes Willen. Ist es jetzt eine 3 oder eine 4 von der Note her? Ist okay. Gut bisher. Keine Ahnung. Die Zeit macht schwer, muss morgens raus. Und ich fand das Programm in letzter Zeit eher wenig ansprechend. Okay. Die Geschichte ist auch klar gewesen für mich, aber immerhin 17% sagen, dass sie während der Livestreams 17% sagen den Discord-Chat und 83% nutzen den Twitch-Chat.
Und das hier ist ein Punkt, der mich sehr interessiert tatsächlich, weil ich natürlich in erster Linie spiele, weil es mir Spaß macht und weil ich euch erreichen will. Das ist sozusagen das Wichtigste. Ich habe Bock, dass Leute meine Videos sehen, logischerweise, sonst würde ich es nie machen. Sonst würde ich bei mir zu Hause spielen und fertig. Das ist für mich das Wichtigste, dass ich merke, dass die Leute Bock darauf haben, aber nicht eben, dass ich Videos mache, von denen ich weiß, dass sie ankommen, weil ich ein Spiel spiele, von dem ich weiß, dass es gerade gefragt ist, sondern weil sie sagen, so wie er das macht, das ist cool, das möchte ich gerne angucken. Das ist mir wichtig. So. Im zweiten Schritt freue ich mich natürlich, wenn ich so ein bisschen Geld damit mache, weil ich natürlich einen gewissen Aufwand habe mit dem ganzen Spaß. Und wenn ich weiß, es kommt auch auf finanzieller Basis was zurück, das muss nicht viel sein, ist es immer cool als Gefühl. Ist aber nicht das Wichtigste. Und trotzdem finde ich diese Antwort extrem überraschend. Würdest du mich für 4,99 im Monat subscriben, wenn ich Twitch-Partner wäre? Da sagen immerhin fast ein Drittel ja. Und da frage ich mich, liegt das daran, dass es jetzt bei Twitch die Möglichkeit gibt, über Amazon Prime kostenlos jemanden zu subscriben? Oder liegt es generell an der Bereitschaft, auch Geld in die Hand zu nehmen? Weil wenn es das gibt, dann weiß ich zum Beispiel nicht, warum bei Patreon wenige Leute nur mich subscriben. Also ich glaube vier, wenn es hochkommt. Weil mit Patreon, also ich kann da nochmal kurz auf Patreon gehen. Weil auf Patreon könnt ihr sogar nur für einen Dollar im Monat mich unterstützen. Oder für 2 Dollar. Oder für wie viel auch immer. Und es gibt hier so ein paar Goodies, die ihr eben haben könnt. Und wenn es also die Sache ist, auch Geld in die Hand zu nehmen, dann weiß ich nicht, warum man quasi das so macht und nicht einfach einen freien Betrag sich hier überlegt, der auch bei 2 Dollar liegen kann oder bei 1 Dollar und es über Patreon macht. Da bin ich sehr gespannt auf euren Kommentar dazu in den Kommentaren in diesem Video. Und jetzt kommen wir zur Bewertung der einzelnen Spiele. Also, sehr überraschend. Sehr überraschend. Diablo 3. Ich würde mal Folgendes sagen. Also, da geht es ja darum, 5 ist total gerne und ne, 1 ist das Schlechteste. Ich fasse immer diese beiden besten Noten zusammen zu einer Prozentzahl. Da haben wir hier knapp die Hälfte sagt quasi gut. Ja. Aber ein Viertel sagt auch, ja, passt schon. Und immerhin, und das ist auch eine Zahl, die man nicht vernachlässigen kann, knapp 30% sagen, nee, nicht so. Wie sehr magst du meine Videos und Streams zu Dwarf Fortress? Da kommen wir hier auf ganz andere Zahlen. Wenn wir das mal vergleichen, diese Zahl mit dieser, da sind wir deutlich in anderen Bereichen. Na, wobei, so, nicht, dass ich mich jetzt, wartet mal kurz. Nee, ist ungefähr das Gleiche. Ist ungefähr das Gleiche. Ja, relativ gleich. Allerdings die bessere Note hier deutlich, deutlich stärker vertreten bei Dwarf Fortress. Dann kommt Faria. Was mir ein bisschen leid tut, weil ich echt Spaß an Faria habe. Sammelkartenspiel. Aber ihr seht es hier ganz klar. Das werde ich vermutlich nicht mehr wieder zeigen. Weil es euch nicht anspricht. Wenn ich Content mache, der halt quasi nicht ankommt, ist es scheiße. Ich könnte mir aber vorstellen, Faria eventuell unabhängig davon in irgendeiner Form abzubilden. Ich muss mir dazu noch Gedanken machen. Aber das war sehr ernüchternd. Es ist natürlich sehr Special Interest, ein Sammelkartenspiel, was man auf einem Living Board baut. Aber trotzdem echt hart. Man kann natürlich argumentieren und sagen, dass immerhin hier so 50% sagen, ja, mach mal, und einige davon finden es gut, aber das ist schon eine sehr klare Geschichte. Deutlich überraschender und wirklich positiv, und das ist eine Sache, die ich weiter forcieren will. Aber das spielt mir auch in die Karten, weil es ein schönes Spiel ist. Civ 6, guckt euch das mal an, das ist der absolute Burner. Das sind hier drei Viertel, die mir eine gute Note dafür geben und sagen, das ist Content, den ich mag, den du da machst über Civ. EVE Online, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. EVE Online hatte ich angefangen, weil es mich schon immer interessiert hat. Und ich wusste, dass es sehr komplex ist. Und die haben jetzt vor kurzem ja das Modell ein bisschen umgestellt. Es gibt ein Free-to-Play-Modell für EVE Online, was alles ein bisschen ins Wanken bringt. Und es gibt neue Geschichten und Anpassungen. Ich habe für mich gemerkt, dass es mich vom Setting her total anspricht, dass es auch Spaß gemacht hat in der Zeit, in der ich es gespielt habe. Aber mir fehlt die Zeit und die Muße, mich in Corporations
also diese, ich sag's jetzt mal, Clans, also die Firmen, für die man arbeitet, mich da so zu engagieren, als dass es sich wirklich lohnt, voranzukommen. Jetzt werden die EVE Online-Spieler sagen, ja, aber du machst doch deinen Progress, weil du musst ja nicht mal online sein, damit du deinen Charakter weiterentwickelst. Aber ich meine damit nicht den Charakter und nicht irgendwelche Skills, sondern das Spielerlebnis. Das lebt davon, dass man halt oft online ist und das spielt. Das ist der eine Punkt, weshalb ich es nicht mehr so häufig spiele. Und der andere Punkt ist, dass ich viele Mechanismen immer noch nicht verstehe und immer noch überlegen muss, welche Waffen muss ich wie reinsetzen. Und eine Sache, die mich tatsächlich auch stört, ist dadurch, dass es im Universum spielt, ups, Entschuldigung, man macht den Sprung durchs Tor, landet irgendwo. Und es sieht halt alles aus wie All. Man weiß zwar, wo man ist, weil es links oben steht, aber es ist nicht die gleiche Wahrnehmung wie in der Welt, wie beispielsweise World of Warcraft, was mich aber auch nicht gepackt hat. So, das nur so als Erklärung, warum ich EVE Online zuletzt nicht gespielt habe. Es ist sicherlich ein geiles Spiel, aber ich glaube, es passt mir gerade nicht, also vor allem auch zeitlich nicht in den Kram, weil ich viel zu viele Sachen habe. Und vom Voting her ist es das Spiel Nummer 1, das eigentlich so viel aussagt, wie es ist mir völlig egal, ob du das machst oder nicht. Wir haben so ein paar, die sagen, jo, passt. Die meisten sagen, ja, stört nicht. Und genauso viele, die es gut finden, sagen auch, nee. Was mache ich mit EVE Online? Ich werde es erstmal aufs Eis legen. Weil es passt aktuell einfach nicht. Wieso magst du meine Streams und Videos zu Stardew Valley? Ähnliches Verhältnis. Ja, mach mal, aber eigentlich, ja, ist es auch nicht relevant. Wobei, ich habe nicht so viel Content zu Stardew Valley. Ich habe neulich mal gestreamt, einen Abend lang. Das war okay. Und insofern schadet es keinem und es hat mir Spaß gemacht. Und im Zweifel ist so eine Auswertung wie bei EVE oder Stardew Valley, sagt mir, ihr stört euch daran nicht. Ja, anders hingegen bei Faria. Da merke ich, okay, damit stoße ich wirklich an bei den Leuten, die mir wichtig sind für meine Streams. Und das seid ihr. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass ich mal EVE oder Stardew Valley wieder bringe oder zeige. Und jetzt kommen die coolen Sachen, weil ich vorhin ja auch schon angedeutet habe, Klassiker. Gerne viele ältere Sachen. Ich habe hier mal Age of Empires 2 und Unreal Tournament als dieser Scheißstuhl, als Aushängeschilder genommen. Gemeint ist damit aber alles. Also es kann auch ein Diablo 2 sein, es kann ein Civilization 3 sein, es kann ein wirklich alles, was mal irgendwie ein Monkey Island, whatever, da habe ich persönlich Bock drauf und offenbar ihr auch. Also ich hätte nie gedacht, dass das so eindeutig ist, dass ihr Bock habt auf alte PC-Klassiker. Dank GOG, die ich ja sehr schätze und von denen ich auch immer wieder Review-Keys bekomme und wo ich auch selber viel Geld schon ausgegeben habe für alte Spiele, da werden wir sicherlich einiges machen. Da weiß ich nur noch nicht, ob ich das nicht nur auf YouTube mache und weniger auf. Ich weiß es noch nicht, muss mal gucken. Und die nächste Geschichte sind alte Nintendo-Sachen. Ich meine, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also die Hälfte sagt, über die Hälfte sagt, jo, gut. Dann haben wir jeder Fünfte, der sagt, ja, weiß nicht. Und dann immerhin noch so knapp 30%. Was mache ich denn damit? Also im Zweifel würde ich es eher machen als nicht, ja. Und dann sind wir nochmal bei der Geschichte mit den Roguelikes, weil es da durchaus ein paar negative Bemerkungen gab in den Antworten der anderen Fragen. Roguelikes scheinen aber ganz gerne von euch gesehen zu werden. Ist ja auch eine Sache, die ich seit vielen Monaten so mache. Also Roguelikes werden wahrscheinlich so bleiben, wenn ich welche sehe, die interessant sind. Also ich habe nicht vor, meinen Kanal auf Roguelikes auszurichten, aber es spricht mich persönlich natürlich an und deswegen. Und dann kommen wir hier auf das, und das hat mich sehr gefreut, weil meine angespielte Reihe ist eine, die ich auch selber sehr mag. Und da sagen über die Hälfte allein hier Note 1, sozusagen. Und wenn wir das dann zusammennehmen, ist es ein wirklich sehr, sehr guter Wert. Auch die angespielt wird es weiterhin geben. Wo erwartest du welches Spiel? Das ist auch interessant gewesen. Diablo bei Twitch, YouTube, beides oder gar nicht. Wir gucken mal uns die gar nichts mal an. Die grüne Balken heißt gar nicht. Dota, gar nicht. Finde ich verständlich. Bei Rocket League hingegen finde ich es ein bisschen komisch. Weil Rocket League ist eine Sache, ich habe jetzt einen neuen Gaming-PC bestellt. Wenn das kommt, habe ich vor, mehr Rocket League auch zu spielen. Mit Adi zusammen, two on two, in der Ladder climben. Wir sind Shooting Star.
Da muss ich mal gucken, wie sich das entwickelt. Und das ist eine Sache, die Twitch ist. Außer müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht sogar deutschsprachiges Commentary anbieten. Müssen wir mal schauen. EVE Online ist so, dass es in erster Linie bei YouTube erwartet wird. Was auch Sinn macht, weil bei Twitch hast du halt die ganzen Stream-Sniper, Starbound auch mehr YouTube, Terraria auch mehr YouTube oder beides. Und manche auch gar nicht. Und Roguelikes im Allgemeinen werden gar nicht bei Twitch verortet von euch, sondern bei YouTube. Oder bei beidem. Also, das heißt, ja, das ist. Ja. Also. Moment, da waren wir. Roguelikes bleiben weiterhin Element, definitiv. Und interessant finde ich, dass ihr Faria eher bei YouTube seht als bei Twitch. Vielleicht sollte mir das auch zu denken geben. Und Diablo ist sehr ausgewogen, ne? Aber eher Twitch. Also ich glaube auch, Diablo wird immer bei mir ein Twitch-Spiel bleiben. Definitiv. Bei Faria muss ich gucken, was ich damit mache. Dota habe ich erstmal nicht vor aufzunehmen. Stardew Valley eher selten. Don't Starve Together vielleicht mit dem Adi wieder. Dann aber vielleicht, ja, muss man gucken. Ist beides möglich. Rocket League habe ich vor zu machen. EVE Online eher nicht. Starbound und Terraria auch eher nicht. Und Roguelikes bleiben. So als Einordnung kurz von mir. Die Längen, das hat mich auch sehr gefreut. Genau richtig. Knapp 84% von euch sagen, die Länge der Videos bei YouTube ist genau richtig. Aber es gibt tatsächlich eine Antwort, die sagt zu lang. Und das hat mich ein bisschen irritiert, weil es im Vergleich zu anderen sind meine Videos wirklich knapper gehalten. Und zu kurz sagen immerhin 14,5%. Eine Sache, die ich auch immer vom Aufwand her nicht abschätzen konnte, schaut ihr euch eigentlich die Streams an, die ich bei YouTube im Nachhinein nochmal hochstelle. Und da ist es so, ja, sagen die knapp die Hälfte, aber nur wenn sie den Stream verpasst haben. Aber es gibt durchaus, und der Kuchen reicht mir schon mit dieser roten Zahl, dass ich das weiterhin machen werde, weil er mir sagt, dass es durchaus eine Relevanz hat, wenn ich Streams komplett hochlade, denn ihr guckt die gerne an, wenn ihr sie verpasst habt. Nur Highlights sagen ein Viertel aller Zuschauer. Und nein, das interessiert mich nicht, nur 5%. Das heißt also, der Kuchen, der ist echt extrem groß. Das heißt also, wird weiterhin so bleiben. Was hältst du von so einem Format? Da haben wir zwei Formate gehabt. Ich muss mal kurz überlegen, welche das nochmal waren. Moment, lass mich mal kurz gucken. Achso, da komme ich. Moment. Das erste Format war, Patch Note Video. Genau. Das erste Format waren die Patch Note Videos, wo ich über Farrier Patches gesprochen habe. Da wollte ich wissen, wie ihr das Format an sich findet. Also nicht das Spiel oder so, sondern es ging darum, ich erzähle zu einem Spiel X, was die Patch Notes gebracht haben. Format passt. Wenn ein Game mich interessiert, schaue ich selbst alles, was ich wissen mag und brauche. Das ist mir alle. Ich habe aber auch nichts dagegen, werde sie nur nicht schauen. Ergo kein Grund für Diabo, aber bringt dir auch kein View oder Like von mir ein. Diabo. Keine Ahnung, ich verstehe nicht, das ist für mich kein Deutsch. Interessant, nämlich das Spiel interessiert. Interessiert halt wohl nur die, die es selbst spielen. Finde ich sehr gut und informativ. Schon interessant, wobei mich Farrier nicht so sehr interessiert. Mag für manche interessant sein, für mich eher weniger. Ich schaue eigentlich nur Streams, keine YouTube-Videos, auch klar. Informative Formate sind super. Es ähnelt sehr dem Angespielt-Format und gibt einen Einblick in den aktuellen Status des Spiels. Kann durchaus interessant sein. Cool, nur uninteressantes Spiel. Also, das heißt, so ein Patch-Note-Ding kommt eigentlich gut bei euch an, aber eben nicht über Farrier. Du wirkst kompetent, gut so. Finde ich gut, interessant, gut für Leute, welche keine Patch-Notes lesen wollen. Mehr informieren. Hätte ich dann noch mehr ins Detail gehen sollen? Nicht nötig. Gut ist aber nicht kurz. Eventuell ein hier das Wichtigste an den Patch Notes. Okay, das heißt also nicht ausufernd über jede Einzelheit quatschen, sondern das eben ein bisschen zusammenfassen. Kommt auf Spiel an, aber sonst gut. Das längste Wort der Welt. Auch schön. Auch Mensch, Conny, keine Ahnung. Wie findet ihr ein solches Format? Auch Mensch, Conny, ey, keine Ahnung. Finde ich gut. Zu welchen Spielen könntet ihr euch so ein Patch Notes Format vorstellen? Dwarf Fortress. Was anderes, ein paar Fragen waren schwer zu beantworten.
Okay, das muss ich mir dann nochmal angucken. Da geht es aber auch nicht um die Frage. The Long Dark, okay, Civ. Gut, bei Civ gibt es halt nicht so viele Patches in dem Sinn, aber kann man sicherlich sich überlegen. Blizzard-Spiele und alle, die auf regelmäßiger Basis gepatcht werden, da habe ich aber dazu zu tun. EVE Online, Hearthstone, Rocket League, Don't Starve, Civilization 6. Ja, Diablo 3, LOL. Mit LOL bin ich echt raus. Da gibt es so viele deutsche YouTuber und es ist nicht mein Spiel. Ich bin ja Dota-Freund. Aber kein League of Legends Hasser. League of Legends Hasser. Vielleicht zu weniger bekannten Spielen. Diablo gibt es genug Videos dazu. Hier kann sich jemand zu keinen Spielen was vorstellen. Roguelikes, beständige Mehrspielerspiele, wo Patch Notes große Auswirkungen haben, zum Beispiel Diablo, Terraria, Dota und so weiter. RimWorld und Dwarf Fortress, Dota oder auch Neuerscheinungen, mit denen du Unterschiede zum Vor. Das Problem ist halt mit Dota, wenn ich sonst Dota nie zeige und Patch Note Videos dazu mache, passt es nicht. Aber danke erstmal dafür. Das zweite Format war dieses Format, wo ich so Vlog-mäßig erzähle, was mir da passiert ist mit allem Möglichen. Da ging es mir aber als Format nicht darum, dass ich darüber läster oder mich erkläre, warum ich keine Zeit habe, ein Video online zu stellen, sondern generell so ein Video in der Woche, wo ich erzähle, was ich so gespielt habe und erlebt habe in Bezug auf Games. Darum ging es mir eigentlich. Hin und wieder sinnvoll, sollte aber keine Gewohnheit werden, solche Witze zu machen, da ich denke, dass wenn jemand ständig sagt, er hätte keine Zeit, genau. Darum ging es gar nicht. Also in der eigentlichen Bewertung nicht. Sehr gutes Format, persönlich und informativ, gut, gut, gleiche Antwort, nur Stream, keine Videos. Ab und an sehr schön interessant für alle, die nicht auf Twitter und Instagram folgen. Man bleibt besser auf dem Laufenden, sympathisch. Ich denke nicht, dass ein Videoformat in diesem Sinne notwendig ist. Auch das gibt's. Kurz und knackig, guter Einblick. Vlogs sind immer klasse, nicht meins, aber gut gemacht. Die Idee fände ich ganz gut. Langweilig. Also wirklich sehr unterschiedlich wahrgenommen. Vlogs von dir schaue ich immer sehr gerne an, da ich dich damals via 9011 kennengelernt habe und dich einfach nur für eine coole Socke halte. Freue es mich immer von dir zu hören. Vielen lieben Dank. Ist nicht so meins. Menschliche, nette Alternative, wenn man auf Spiele gerade keine Lust hat, aber dich sympathisch findet. Grundsätzlich gut. Müssten eine Länge von über 30 Minuten haben? So kurze Schnipsel mag ich eher nicht. Status-Updates sind für Follower immer interessant, gut zur Info, finde ich gut, lege aber mehr Wert auf Let's Plays oder ähnliches. Okay, aber gut zu wissen, zu welchen Gelegenheiten könntet ihr euch das vorstellen oder zu welchem Turnus, ja, muss man glaube ich nicht im Detail, zu Ereignissen, haben viele gesagt, zu Gamescom oder so. Das allgemeine Feedback als Schluss, gleich habt ihr es geschafft. Welche Gesamtnote vergibst du an meine Streams und Videos? Da kommen wir auf 80%. Sehr gut und gut. Und es gibt aber auch zwei, die sagen mangelhaft. Oder ausreichend. Das ist natürlich schade. Aber es ist natürlich auch so, man kann halt einfach nicht jedem gefallen. Und dann muss man damit halt leben. Aber deswegen habe ich auch die Umfrage gemacht, um zu gucken, an welchen Punkten ich noch an mir arbeiten kann und an den Videos. Welche Spiele fehlen in meinem bisherigen Angebot? Welche kommen zu kurz? Factorio. Wäre nice als Twitch-Stream, man kann sehr viel erklären. Als angespielt und YouTube nur in Zusammenhang mit der Kampagne empfohlen, okay. Factorio habe ich, aber ist mir fast ein Tick zu komplex, muss man ja so verschiedene Ketten dann bauen und so weiter. Dwarf Fortress kommt ein bisschen zu kurz, Don't Starve wäre auch interessant. Mehr Rocket League würde ich gerne machen, gemeinsam mit dem Adi. Retro-Games, vielleicht Rätselspiele. Weiß nicht, ob mich die flashen, aber vielleicht ergibt sich's mal. Ich würde gerne mehr Don't Starve sehen und The Long Dark fand ich auch toll. Dankeschön, habe ich aber auch schon lange nicht mehr gespielt, ne? Mehr Real-Time-Strategy und Nintendo-Spiele, gerne auch ältere. Mir gefällt die Auswahl recht gut. Wichtig ist, dass du Spaß an den Spielen hast, die du auf deinem Kanal hochlädst. Das macht dich und deine Videos authentisch. Stimmt. Ist so, klar. EVE Online kommt definitiv zu kurz. Hearthstone-Rollenspiele wollt ihr? Wenn man mehrere Spiele gleichzeitig aktiv spielt und diese auch streamen möchte, kommen auch diese Anhäufung meistens aller Spiele zu kurz. In kurzen Streams sollten allgemein kurzweilige Spiele wie Farrier gespielt werden. Diablo zum Beispiel sollte nicht unter einer Stunde laufen. Tut's aber auch eigentlich nicht. Diablo, wenn ich das streame, ja. Bin ein Riesenfan von Blizzard-Spielen. Vielleicht die öfter zocken. Vielleicht fange ich mit Heroes of the Storm an, wenn mein neuer Gaming-Rechner kommt. Das konnte ich immer nie gut streamen, weil das geleckt hat. Ansonsten sehe ich gerne alle Indie-Spiele mit Fußball. Rocket League Stream. Dwarf Fortress angekündigt, dann ein paar Miete.
Geil. Wurde einige Woche Dwarf Fortress angekündigt und dann ein paar Mini-Videos. Top, vielleicht mal am Ball bleiben. Also Mini-Videos im Sinne von Länge, weil ich sehe eigentlich eine Länge von über 15 Minuten für ein Video weder als sinnvoll noch als machbar. Weil es ist ja so, ich nehme ja immer am Stück auf. Wenn ich 2 Stunden aufnehme, habe ich de facto ungefähr 8 Folgen. Wenn ich weiß, eine Folge dauert eine halbe Stunde, habe ich auf einmal anstatt 8 Folgen 4 und habe aber die gleiche Zeit gespielt. Das darf man immer nie vergessen. Also es ist wirklich zeitlicher Aufwand. Und ich finde den Ton, ja, gut. Bist halt sauer, aber es ist halt so. Es ist ein Hobby. Es ist ein verschissenes Hobby. Also ein schönes verschissenes Hobby, aber es ist ein Hobby. Und ich verdiene damit kein Geld. Also außer Donations. Welche Spiele fehlen, würde ich sagen, keine. Immerhin sollst du spielen, was dir gefällt. Dankeschön. Oh, Euro Truck Simulator 2 ist leider seit längerem nicht mehr vertreten. Das finde ich sehr schade. Hearthstone würde bestimmt auch gut in dein Format passen. Wisst ihr was? Wir fahren demnächst mal wieder Euro Truck Simulator. Ich habe da hinten mein Lenkrad. Seht ihr das? Ja, seht ihr. Das werde ich mit Adi mal wieder machen. Vielleicht fährt mir wieder irgend so ein Depp hinten rein ins Auto. Das machen wir. Und was ich auch schon mal ankündige, wir werden auch den Train Simulator spielen. Mit der Strecke von Berlin nach Leipzig. Mit dem ICE T. No Moria, The Long Dark Don't Starve. No Moria habe ich auch überlegt, aber da mache ich lieber konstant bei Dwarf Fortress weiter, oder was sagt ihr? Hearthstone sagt ihr sehr häufig, aber Hearthstone, also erstens habe ich nicht die Karten dafür. Ich hab nicht viel gegrindet. Und ich bin nicht gut darin. Und dann nehme ich doch lieber Faerie, wo ich das gesamte Kartenpaket habe. Aber ich habe schon gesehen, Faerie ist nicht so euers. Es gibt wenig RPG-mäßig, aber das ist auch nicht dein Spezialgebiet. Ja, Rollenspiele. Vielleicht mache ich mal Baldur's Gate. Baldur's Gate 2. Als Klassiker. Finde ich bei anderen YouTubern. Was? Hier war die Frage, welche Spiele fehlen in meinem bisherigen Angebot, finde ich bei anderen YouTubern. Na. Oh, ich würde es cool finden, wenn du The Elder Scrolls spielen würdest oder The Witcher. The Witcher 3 könnte ich tatsächlich mal anfangen, oder? Vor allem, wenn der neue PC da ist. Ich würde mich über EVE Online freuen, falls du überhaupt noch Lust hast. Dazu habe ich mich schon geäußert. Wenn ich jetzt sagen würde, Diablo 3, dann müsste ich mir selbst an die Nase fassen. Nee, bei dir kommt nichts zu kurz. Gerade die große Abwechslung bei dir ist der Hauptgrund, warum ich so gerne zusehe. Danke. Ich finde Dwarf Fortress und RimWorld toll und Koop Multiplayer. Finde ich auch. WoW mit Georg und Jochen. Mit den beiden würde ich das sogar nochmal machen. Wobei ich auch sagen muss, dass Anne und Thomas mir sehr geholfen haben, als ich mit denen gespielt habe. Vielleicht gebe ich WoW sogar nochmal eine Chance. Weil das Late Game ja sicherlich cool ist. Aber so dieses bringe A nach B und bringe B nach C und C nach D und dann flieg mal wieder und. Ich wäre für mehr Dwarf Fortress. Ansonsten bin ich selten Streamschauer. Was willst du noch loswerden? Boah, das sind auch noch ein paar Sachen. Machen wir schnell. Offen für Neues. Geht auf Twitch-Chat an. Vielseitig mit angespielt 3. Barlow ist mir zum Beispiel mit seinem Content viel zu einseitig. Eventuell weil Barlow alt und deswegen gewohnheitsorientiert und ich jung, will Neues kennenlernen. Barlow, du bist alt. Manchmal entsteht der Eindruck, du magst das Game nicht und spielst nur der Zuschauer halber. Mache ich eigentlich nicht. Aber es kann manchmal sein, dass ich nicht motiviert genug bin. Es gibt so Abende, wo ich mir denke, also zum Beispiel auch dienstags, wenn ich weiß, ich habe das jetzt angekündigt, dann kann es passieren, dass ich mal spiele, obwohl ich im Zweifel jetzt sagen würde, eigentlich will ich nicht. Und dann mache ich es trotzdem. Aber ja, vielleicht meinst du auch das damit. Bla bla bla, fünf. Der Content ist echt cool, freue mich auf mehr von dir. Dankeschön, du bist einfach super sympathisch, bleib dir treu und spiele nur, was dich interessiert. Auch sehr schön. Ich finde es angenehm, mal nicht so einen gewollt lustigen, lauten Let's Player zu sehen. Ich bin ja auch nicht gewollt lustig, ich bin ja lustig. Danke für die gute Unterhaltung, hoffe, es macht dir noch lange Spaß. Vielen herzlichen Dank. Meiner Meinung nach gibt es bis jetzt auf YouTube zu wenig Faerie von dir, da diese bisher ausschließlich auf Twitch zu finden sind. Vielleicht ist das der Dreh, dass ich bei YouTube im Zweifel, ja gut, da kannst du aber auch ein Abo verlieren. Weil Faerie interessiert mich echt sehr und das ist im Endeffekt ja nicht nur ein Sammelkartenspiel, sondern eigentlich ein taktisches, rundenbasiertes Spiel wie Civ. Du bist ein netter Moderator, schau dir gerne zu, danke. Manchmal bekomme ich das Gefühl, dass es dir nicht ums Streamen geht, sondern nur um den möglichen Erfolg, den man damit haben könnte. Das wirkt dann öfters sehr gezwungen und beeinträchtigt das Zuschauererlebnis. Dass es dir nicht ums Streamen geht.
Muss ich kurz überlegen, wie es gemeint ist. Also, ich habe das vorhin, glaube ich, mal angerissen. Man macht ja sowas, weil man gesehen werden will. Aber manchmal bekommt man das Gefühl, dass es dir nicht ums Streamen geht, sondern um den möglichen Erfolg, den man damit haben könnte. Ja, Erfolg, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich damit meinen Unterhalt irgendwann, also meinen Lebensinhalt, also das wird nicht mein Job werden, das weiß ich, dafür ist es zu spät. Aber ich will natürlich, wenn du Erfolg als Zuschaueranzahl definierst, dann mache ich es natürlich auch, weil ich möglichst viele Menschen begeistern will. Aber deswegen passe ich mich eigentlich nicht an oder so. Das dann kann ich nicht nachvollziehen. Keep on going, Konstantin, Konstantin, ich bin ein Fan von deinen Videos und Streams. Ich wünsche mir Lockerheit und einen coolen Conny dafür, der mit mir die Gegner bei Rocket League fickt und ich will einen neuen CPU, damit wir Rocket League streamen können. Alles andere ist Wumpe. Ich weiß, wer das war. Weitermachen. Ich finde, das ist schön, deine Community-Nähe passt auch gut so weiter. Nur wenn man ein breites Publikum ansprechen möchte, muss man nicht jedes Genre oder Format mit ins Programm nehmen, was andere hunderte Male gemacht haben. Videolänge passt meistens nicht zum Content. Also die Geschichte ist ja nicht, dass ich ein breites Publikum ansprechen möchte, sondern dass ich leider sehr breites Spektrum an Interessen habe. Und ich bilde ja in meinem YouTube und Twitch-Kanal ja das ab, was mich bewegt. Aber vielleicht habe ich natürlich eine zu große Breite an Spielen. Das kann durchaus sein. Was du mit Videolänge passt, meistens nicht zum Content meinst, weiß ich nicht. Vielleicht ist damit gemeint, diese Geschichte mit Diablo-Videos oder so oder Streams von einer Viertelstunde machen keinen Sinn oder so. Vielleicht meinst du das. Ich bin auf deinen Kanal gekommen, weil Supergames TV dich mal dazugeholt hat und seither bin ich ein Abonnent von dir. Cool. Bisher haben mich all deine Videos und Livestreams, zumindest denen, bei denen ich beiwohnen konnte, sehr gut unterhalten, da du ein unheimlich community-naher Mensch bist. Die Sessions zusammen mit Jochen feiere ich total und ich würde wirklich gern mehr von euch sehen. Jochen, hast du gehört, ne? Müssen wir wieder spielen. Keine Ahnung, mir fällt es schwer, hier was loszulassen, ohne gleich zu schleimen. Also sage ich nur, mach weiter so, Conny Cruz. Carion, ist mir egal, ob das hier anonym bleiben sollte. Ist es nicht. Egal, wie es bei dir weitergeht, ich werde dich immer wieder einschalten. Auch das ist so schön. Bleib so, wie du bist sympathisch und das ist cool. An der Spielerseite kann man zwar noch arbeiten, aber ich sehe dich trotzdem gerne. Dafür gibt es ja die Umfrage. Ich werde, wie schon gesagt, nochmal gucken. Es wird nochmal ein Video geben, wo ich nochmal detailliert sage, wahrscheinlich zum neuen Jahr, was wann wie läuft. Also, das ist jetzt erstmal die Umfrage und die Auswertung an sich, damit ihr auch wisst, was da reingekommen ist. Bleib so, wie du bist, deswegen habe ich deinen Kanal ja abonniert. Das finde ich immer am schönsten, wenn Leute sagen, ich gucke dir am liebsten zu, egal was du spielst. Das ist natürlich das höchste der Gefühle. Hallo Conny, bin langjähriger YouTube-Abonnent deines Kanals, freue mich jedes Mal auf neue Videos von dir. Ich finde, du machst deine Sache sehr gut, mach weiter so. Oh, ich muss mal kurz weg, weil das ist hier. Ah, man sieht deine E-Mail-Adresse. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Skala bei der Gesamtnote oben ist umgekehrt zu den anderen Fragen. Das kann verwirren. Ach, das kann natürlich sein. Davor war es 1 schlecht, 5 gut und danach habe ich Schulnotensystem gehabt. Das war dämlich. Vielleicht ist ja die 5 als positiv gemeint, die ich oben hatte. Naja. Mach das, worauf du Bock hast, wenn du Spiele nur spielst, weil sie irgendjemand sehen will und dabei selbst eigentlich keinen Bock drauf hast, geht dir irgendwann der komplette Spaß verloren. Jonas, schöne Grüße ins Saarland. Das werde ich nicht tun. Sonst würde ich League of Legends spielen und Battlefield 1 und so. Ich spiele Battlefield 1 privat, aber nicht im Stream. Das passt auch nicht so. Schade, dass du nur so wenig Abonnenten hast. Du machst deine Videos in einer super Qualität und erzählst keinen Müll in deinen Videos. Man sieht, dass dir deine Community wichtig ist. Du bist meiner Meinung nach ein sehr guter YouTuber. Eine Serie, in der du so Meilensteine der Videospielgeschichte vorstellst und zockst, wünscht er sich oder sie. Hier nochmal die Anmerkung mit der Skala, ja. Zum Channel. Ich finde, du bist ein sympathischer und netter Kerl, aber ich habe einfach nicht die Zeit für mehr als ein Video pro Woche. Absolut verständlich, du. Dazu fängst du gelegentlich Dinge an und hörst eh nicht schnell wieder auf, teilweise wie bei Dwarf Fortress. Ja. Die Kritik muss ich annehmen. Das kann ich absolut verstehen. Das nervt mich selber, dass ich manchmal diese Serie nicht in dem Turnus fortgesetzt bekomme. Umfrage lang. Was? At least there is a little child in the back of my brain that wants to play Keep Going. Deine Civ 6 Videos sind für mich die besten auf YouTube. Civ 6 Videos? Wir haben doch nur den Stream hochgeladen. Aber danke dir. Das ist sehr cool.
Don't worry, be happy, weiter so. Ich finde super, dass du regelmäßig auch. So, das erstmal so als Fazit. Erstmal danke an die 63 Leute, die mitgemacht haben. Ich lasse die Umfrage weiter live, wer sie noch nicht ausgefüllt hat. Der Link ist auch nochmal unten. Macht es gern. Ich lese mir auch alles im Nachhinein nochmal durch. Das war sehr interessant. Was ich genau mit dieser Geschichte mache, sage ich euch noch vor dem neuen Jahr. Bis dahin läuft alles nach dem alten Prinzip. Wenn ich neue Spiele finde, gibt es Angespielts. Entschuldigt bitte. Ich versuche Dwarf Fortress noch ein bisschen weiterzumachen. Die Serie. Und Twitch-Streams bleiben erstmal so. Dienstags 18:30 und spontan. Dann aber angekündigt über Discord, Twitter und so weiter und so fort. Und es waren wirklich sehr schöne Worte, aber ich habe teilweise noch, ja, man sieht es nicht mehr, ist schon wieder ein bisschen runter, aber ich hatte ein bisschen Gänsehaut sogar, wenn ich solche Sachen lese. Insofern habe ich mich sehr gefreut über euer Feedback. Jetzt wisst ihr ungefähr, was gekommen ist und ich mache mir jetzt Gedanken und wünsche euch erstmal einen schönen Tag oder schönen Abend oder schönen Morgen oder schöne Nacht, wann immer ihr mich gerade seht. Bis zum nächsten Mal. Adieu.